Nicht jeder, der viele Stunden am Computer sitzt und zockt, ist auch automatisch süchtig. Eine große Zahl Jugendlicher ist allerdings stark gefährdet. In der Schule hat Jona von einem Selbsttest zur Videospielsucht erfahren. Zu Hause ruft er den Test auf. Jona hat sich vorgenommen, die Fragen ehrlich zu beantworten. Er will sich nichts vormachen. Das Ergebnis des Tests lautet: gefährdet.